gesetzt hat und gesagt hat, jetzt herrsche ich über die gesamte Welt. Aber seine Kinder, seine Christenheit lässt er nicht alleine, so nach dem Motto, mein Auftrag ist erfüllt, jetzt seid ihr und für euch gestellt, viel Spaß noch. Sondern der Herr hat uns den Heiligen Geist geschenkt, der als Stellvertreter und als Mittler zwischen uns und Gott eingesetzt ist. Und es ist auch dieser Heilige Geist, der uns heute Morgen verbindet zu seiner Gemeinde. Ganz gleich, ob wir jetzt hier im Haus zusammen sind oder auch an den Bildschirmen, durch den Heiligen Geist sind wir miteinander verbunden und sind Gemeinde Gottes. Und der Herr hat uns ausgesendet mit einem Auftrag. Er hat gesagt, geht in diese Welt hinein zu den Mitmenschen, die euch im Alltag begegnen. Verkündet das Evangelium. Verkündet das, was ihr von mir erfahren habt und macht sie zu Jüngern. Und auch in diesem Bewusstsein wollen wir diesen Missionsgottesdienst heute Morgen feiern und sagen, Herr, wo kannst du uns mit Impulsen versorgen, die wir für den Missionsauftrag in unserer Gesellschaft brauchen. Wir haben dafür heute Morgen zwei Menschen zu Gast, die international mit Gott unterwegs sind. Einmal Jonathan Vinaske, er ist in Paraguay unterwegs, aber ursprünglich hier in Hanau aufgewachsen. Guten Morgen, Jonathan. Und Mushvik Azizov aus Aserbaidschan, aber seit 12 Jahren hier in Deutschland unterwegs. Beide sind hier, um aus ihrer Arbeit zu berichten, zu erzählen, was für eine Geschichte Gott mit ihnen geschrieben hat. Und sie wollen uns ein Stück weit etwas beibringen. Sie wollen einen Impuls uns weitergeben, in der Hoffnung, dass wir ihn auch gut gebrauchen können, wenn wir mit unseren Mitmenschen aufeinandertreffen. Wenn wir herausgefordert sind, unseren Glauben mit unseren Mitmenschen zu teilen. Sehr gespannt darauf, was wir heute mit euch gemeinsam teilen dürfen. Und wir beten darum, dass Gott uns seinen Segen spendet, dass wir auch diese Impulse in unseren Herzen aufnehmen können. Lasst uns kurz zum Gebet neigen. Lieber Vater, danke für diesen Gottesdienst heute Morgen. Danke, dass wir heute Christi Himmelfahrt feiern dürfen und uns daran erinnern dürfen, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Und wir dürfen auch voller Freude uns daran erinnern, dass du den Heiligen Geist spendest und uns gegeben hast, dass wir nicht alleine sind in dieser Welt, sondern dass du uns miteinander und auch mit dir ganz eng verbunden hast. Danke, dass der Heilige Geist so viel wertvolle Impulse in unser Herz immer wieder sendet. Herr, wir beten für diesen Missionsgottesdienst, dass wir uns heute Morgen auch von dir erfüllen lassen, dass wir abgeben können, was uns beschäftigt und uns neu von dir beschenken lassen dürfen. Danke, dass Mushvik, danke, dass Jonathan heute Morgen unsere Gäste sind. Und Herr, wir beten darum, dass du ihnen die richtigen Worte gibst und dass sie auch in unsere Herzen in deinem Namen Impulse senden können. Bitte statte uns aus und beschenke uns reich an diesem Morgen. Amen. Lasst uns gemeinsam zwei Lieder singen. Zwei oder eins? Zwei Lieder singen. Und anschließend werden uns die Missionare sich ein wenig vorstellen. First spoken word, you were singing.
Ich würde euch natürlich sehr gerne jetzt unsere Missionare auch mal vorstellen, damit ihr wisst, wer die beiden sind. Die Namen habe ich schon genannt, Jonathan und Muschwig. Ich würde euch bitten, erzählt doch mal bitte kurz, wer ihr seid, wer vielleicht auch zur Familie gehört und was ihr macht überhaupt. Einfach damit die Gemeinde auch versteht, warum ihr hier seid. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen, mein Name ist Jonathan Winarske. Ich bin selber bis 2007 in Hanau aufgewachsen, hier zur Schule gegangen, beziehungsweise dann auch in Bruchköbel. Bin zur FEG gegangen und bin mittlerweile jetzt aber im Schwabenländle tätig, wohnhaft mit einer aus Baden-Württemberg, meine Frau kommt dort her, genau, Christine. Also zu mir gehört noch Christine und unsere drei Kinder. Die sind jetzt aber dort zu Hause geblieben. Ja, wir waren die letzten 4 Jahre in Paraguay, in Südamerika. Und da möchte ich nachher noch ein bisschen mehr erzählen. Wir waren dort vor allem mit Kurzzeitlern, mit Freiwilligen unterwegs. Genau, das ein bisschen dazu. Dankeschön. Muschwig. So, hallo ihr Lieben. Muschwig Azizov, mein Name. Ich bin verheiratet. Ich habe 3 Kinder. Ursprünglich bin ich aus dem Aserbaidschan und von einer muslimischen Familie, aber Gott hat mich am 98. gerettet und interessante Art und Weise nach Deutschland gebracht. Ich habe gestern schon ein bisschen erzählt zu unseren Geschwistern. Und seit 2 Jahren bin ich in der DMG-Mission unterwegs und wir wollen gerne unsere missionarische Arbeit durch die DMG, mit DMG machen. Und wir wohnen in Nürnberg und ich gehöre zu meiner Vineyard-Gemeinde und wir haben auch einen aserbaidschanischen Dienst. Und ich erkläre später ein bisschen darüber. Danke. Ja, es ist immer sehr schön, das kurz zu hören, wer ihr seid und wo Gott euch einsetzt. Jetzt habe ich, um jetzt nicht den Berichten vorzugreifen, aber dennoch eine Frage an euch beide.
Wenn ihr mit Gott unterwegs seid, das ist ja auch manchmal sehr herausfordernd, auch was den Glauben, auch die Glaubensprüfung vielleicht an ein oder anderer Stelle betrifft. Gibt es eine, sag mal, Challenge, eine Herausforderung in eurem Glaubensalltag, wo ihr sagt, da ringe ich so ein Stück weit auch mit Gott? Gibt es da ein Ereignis, eine Sache, die ihr sehr gerne mal mit uns teilen wollt? Gut, es gibt immer wieder Sachen, wo man denkt, Mensch, das habe ich noch nicht verstanden in der Bibel, da habe ich noch keine Antworten drauf, da werde ich vielleicht nie Antworten drauf kriegen. Herausforderung ist schon zum Beispiel, wir haben uns klar, war für uns, wir sind beide berufen, in diese Arbeit mit den Kurzzeitlern, mit diesen jungen Menschen zu einem Großteil. Und als diese klare Berufung für uns war, da waren wir beide nur ein Ehepaar. Also das ist ja auch schon genug, ja. Aber da hatten wir noch keine Kinder. Und jetzt mittlerweile haben wir gemerkt, in Paraguay mittlerweile 3 Kinder. Oh, die Berufung ist weiterhin da. Wir sehen auch weiterhin, dass wir dort hingestellt sind. Aber wir fragen schon Gott, wie denkst du dir, dass wir das so richtig ausfüllen können? Ja, vor allem ich bin jetzt tätig und Christine würde gern noch mehr machen, aber es geht nicht. Wo ist jetzt ihr Platz? Da sind wir so ein bisschen am Herausfinden, wie das genau gehen kann. Danke, Jonathan. Da werden wir auch ein bisschen noch was von dir hören, aus deiner Arbeit. Und dann anschließend auch nochmal für dich beten. Muschwick, hast du eine Challenge in deinem Leben? Mich beschäftigt jetzt eigentlich eine Sache. Ich denke, das ist eine Exodus-Zeit und verschiedene Menschen in Deutschland. Und ich persönlich habe eine Berufung von Gott. Und dass dieses Schiff schon losgelaufen und dann unsere Arbeit angefangen und jetzt mich beschäftigt, da gibt es verschiedene Menschen, aus Aserbaidschan von muslimischem Hintergrund zum Glaube gekommen. Welche Gemeinde will mit diesen Leuten beschäftigen? Zu welcher Gemeinde in Deutschland kann ich diese Leute vertrauen? Und dafür bete ich und das ist für mich ein Challenge. Wie kann ich diese Wunsch erfüllen? Ja, sehr spannend. Wir werden auch von dir noch hören über deine Arbeit. Du hast gesagt, du bist in Nürnberg, aber du bist auch eigentlich in ganz Deutschland irgendwie unterwegs und begegnest dort Menschen aus Aserbaidschan. Deswegen sind wir auch sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast. Und auch für dich, Muschwick, werden wir natürlich dann auch beten, dass Gott dich bei deiner Challenge auch unterstützt und begleitet. Vielen Dank soweit, ihr zwei. Und wir wollen jetzt nochmal ein Lied gemeinsam singen oder 2 Lieder. Und anschließend wird dann Jonathan aus seiner Arbeit rund um Paraguay erzählen. Jetzt spielt, möchten wir euch nicht vorenthalten, dass es ein neues Stück ist und das Lied ist tatsächlich geschrieben von der Laura und wir wollen euch einfach einladen, jetzt mal zuzuhören, den Text zu lesen und das Lied einfach auf euch wirken zu lassen. Play.
you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Ist das nicht schön? Da singt jemand aus der Gemeinde, Laura macht ein eigenes Lied und die Gemeinde gibt auch diesen Raum, sagt, ja, jemand aus der Gemeinde, aus unserer Familie quasi, darf sich hier betätigen. Und das ist etwas, Laura ist nicht hauptamtlich, sie ist ehrenamtlich, ja, und genau da wären wir auch schon im Thema. Wir arbeiten selber in Paraguay, oder das war der Grund, warum wir nach Paraguay gegangen sind, dass junge Leute sich ausprobieren, dass sie zur Unterstützung vor Ort kommen, aber dass sie selber auch vieles lernen können. Und so soll eigentlich auch ein Ort sein von Gemeinde. Ihr seid jetzt aus unterschiedlichen Gemeinden, nicht nur von der Kirche hier, sondern eben auch aus anderen Gemeinden in Hanau. Und da hoffe ich auch, dass bei euch Menschen sich ausprobieren können, dass sie aber wirklich auch Unterstützung sind. Also so beide Seiten der Medaille. Ja, ich möchte heute ein bisschen berichten, was machen wir in Paraguay? Was sind so unsere Aufgaben? Wir sind hingegangen als Koordinatoren für Kurzzeitler und Freiwillige und mittlerweile leite ich den Personalbereich und bin noch in der Missionsmobilisation tätig. Das sind auch Dinge, wie Gott einfach führt und sieht. Unser Team hat gesehen, hey, da sind Begabungen, das können wir gebrauchen. Als nächste Folie kommt noch ein Bild, einfach von meiner Familie. Also da sieht man noch meine Frau Christine, unseren Ältesten Noah,
ganz rechts, in der Mitte unsere mittlere, die Judith und den Joel. Die sind 5, fast 3 und bald 1 Jahre alt. Wir waren in Paraguay die letzten 4 Jahre, 2018, im Februar sind wir dorthin, sind jetzt im Januar hier wieder zurückgekommen, sind 1 Jahr hier, machen einen Heimataufenthalt, wo wir also in Gemeinden gehen, in Hauskreise berichten oder auch nicht nur von Paraguay, sondern allgemein zum Thema Mission oder was die DMG macht. Wir sind mit der DMG, Deutsche Missionsgemeinschaft, unterwegs und so Gott will, werden wir auch wieder im Januar nächsten Jahres ausreisen. Also so ist der Plan, weil wir sehen, dort ist weiterhin Bedarf. Das Thema heute ist ja, wenn es anders ist, könnte es ein Versuch wert sein. Hoffentlich auch nicht immer nur ein Versuch. Ja, wir sind nach Paraguay gegangen, aber wir haben auch gemerkt, dass wir auch selber herausgefordert werden. Und wir haben auch gemerkt, dass es Missionare gibt, die dann doch wieder zurückgehen, auch schneller als sie dachten. Es war doch ein Versuch, aber sie haben es versucht. Das Unterthema heute ist Leben mit den Kulturen in deiner Nachbarschaft. Da werde ich ein bisschen auch heute Nachmittag nochmal erzählen. Also wer möchte, darf da gerne noch mehr hören zum Thema Interkulturalität. Wie kann man das hier in Hanau leben, wo ganz viele Menschen auch einen Migrationshintergrund haben, aus einer anderen Kultur kommen? Da haben wir uns kurz mal Paraguay gesehen, genau, das ist in Südamerika. Paraguay ist ein Land, das sehr katholisch geprägt ist. Also wir haben da jetzt gerade die nächste Folie, ja, die war richtig. Das ist so der größte Dom, wo man in Paraguay eigentlich hin muss als guter Katholik. Einmal im Jahr, im Dezember, ist dort eine Pilgerfahrt, kann man es nicht nennen, aber eine Pilgerreise, die man macht. Die letzten Kilometer am besten sogar noch krabbelt, also hinkrabbelt oder irgendwie hinläuft und so. Ist ganz wichtig. Aber sonst spielt der Glaube dort leider doch keine Rolle. Also ganz viele sind nominell katholisch und doch spielt es keine Rolle. Und deswegen ist dort weiterhin Missionsarbeit nötig, so wie eigentlich in jedem Land auf dieser Erde. Das nächste Bild, da sehen wir Paraguay ganz anders. Wir haben gerade einen modernen Dom gesehen, das sollte jetzt nur sinnbildlich sein. Ja? Paraguay ist ein Land, was großes Gefälle hat zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und Land. Und es gibt eben auch Menschen, die mit ihren Ochsenkarren, Pferdekutschen durch die Gegend gehen, ganz viel noch, ganz typisch. Auch diese staubigen Straßen. Es ist ein Entwicklungsland, auch wenn es viele Dinge gibt, die ganz weit entwickelt sind. Und vor allem gibt es viel Bedarf in diesem Land. Viel wird vermischt auch mit anderen Religionen, mit animistischen Elementen. Die nächste Folie. Ja, was machen wir, mit wem sind wir unterwegs? Wir sind mit der DMG, da sieht man immer oben das Logo, ne? Das ist DMG. Aber im Land, die DMG arbeitet mit Partnerorganisationen, im Land sind wir mit SIM, Serving in Mission, Dienen in der Mission, sind wir tätig. Das ist einfach eine große weltweite Organisation, die eben gerade die unerreichten Völker auf dem Herzen hat. Und so ist es auch bei uns, dass wir unsere Kollegen in der Gemeindegründung tätig sind, dass die mit Indigenen arbeiten, unterstützen, dass wir ja zum Beispiel auch eine Schule haben, wo wir merken, da ist Bedarf im Bildungsbereich, Audiobibeln aufgenommen werden. Und überall dort braucht es Kurzzeitler, braucht es Menschen, die ihre Zeit für eine kurze Zeit auch geben oder auch Langzeit und sagen, ja, ich denke, also für Langzeit ist mehr, dass man sich berufen fühlt, auch für diese Arbeit, für dieses Land, aber auch Kurzzeitler, die sagen, ich möchte doch mal selber eine gewisse Zeit rausgehen. Als Deutsche ist es oft so, man geht so zwischen einem halben Jahr und anderthalb Jahren raus. US-Amerikaner, die wir haben, kommen eher für 2 Monate. Und dann gibt es immer wieder auch Teams, die kommen. Oder auch Kirchengemeinden, die sagen, wir möchten mal Missionen kennenlernen vor Ort. Also ihr dürftet auch gerne sagen, Mensch, wir möchten da mal hin, wir möchten das mal kennenlernen. Weil das ist doch was anderes. Ob man das jetzt heute hört, ich habe gar nicht so viele Bilder mitgebracht, oder ob man es wirklich mal erlebt, wie das ist, auf dem Land zu sein, Gemeinde zu gründen. Unsere Kollegen nehmen da vieles in Kauf, versuchen auch viel, wie das Thema auch ist, und müssen immer wieder auch Dinge einstecken, Rückschritte machen,
nicht alles funktioniert, wie man es möchte. Irgendwann vielleicht auch zu sagen, okay, in diesem Ort klappt es irgendwie nicht mit der Gemeindegründung. Es sind Versuche, aber die sind es wert, weil doch Menschen sich bekehren. Und Menschen auch gerade durch die Anderskeit von Ausländern sagen, hey, ich habe Interesse, warum lebst du in meinem Dorf? Und auch das ist mit den Kurzzeitlern so, dass die für eine kurze Zeit viel geben können, aber auch viel lernen. Die meisten sagen, sie dachten, sie kommen nur und sie werden uns unterstützen, aber sie kommen vor allem wieder zurück mit ganz viel, was sie bekommen haben. Genau, Dankeschön. Ja, wir sind eben mittlerweile, genau, darf man einfach die nächsten zwei Folien weitermachen, genau, Personalbereich, Missionsmobilisation. Was heißt Missionsmobilisation? Es gibt viele Paraguayer, die sagen, hey, ich habe Interesse, ich sehe die geistliche Not auf dieser Welt. Sie möchten nach Afrika, sie möchten nach Europa, nach Asien, in muslimische Länder, aber sie können es nicht. Oder ihnen fehlt einfach noch eine gewisse Vorbereitung, ihnen fehlt vielleicht ein Abschluss, um nach Indien zu kommen, kannst du oder in Tansania, da kannst du nicht einfach mit dem paraguayischen normalen Abschluss gehen. Du brauchst irgendwas Offizielles. Und da helfen wir dann auch, wie das klappen kann. Auch die finanzielle Unterstützung, die wir aus Deutschland bekommen, wo es Leute gibt, die sagen, wir machen einen Dauerauftrag, das geht oft nicht so in Paraguay. Die Menschen sind nicht so langfristig am Planen. Die können dir sagen, heute nach dem Gottesdienst, da gebe ich dir etwas. Aber die Menschen, die Paraguayer, die kommen und sich sagen, Mensch, ich bin 3 Jahre in Spanien, in Deutschland, die brauchen eine gewisse Sicherheit. Sonst werden die auch manchmal gar nicht reingelassen in die Länder. Und da einfach zu helfen, auf beiden Seiten, den Gemeinden zu helfen, aber auch denen, die willig sind, rauszugehen. Auch sie da ja, vorzubereiten auf Missionen, da sind wir nicht alleine unterwegs. Das machen mehrere Missionsgemeinschaften dankenswerterweise. Und das sind Aufgaben von mir. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir sind ausgereist mit den Kurzzeitlern und Christine und ich brennen dafür. Das ist auch so, wie wir dazu gekommen sind. Wir haben Jugendarbeit gemacht in Ahlen, das ist so bei östlich von Stuttgart. Und wir haben gemerkt, das ist, wofür unser Herz brennt. Und vom Beruf her bin ich Sozialmanager, also das ist so BWL im sozialen Bereich. Und da passt es einfach auch insgesamt Personalbereich. Aber das sind auch Dinge, wie Gott einfach führt und sagt, hey, da ist ein Beruf, den kannst du auch ausfüllen. Aber da sind auch Dinge, die brennen in dir, und die könnt ihr gemeinsam machen. Und jetzt eben, wie ich vorhin sagte, stehen wir an dem Punkt, ja, eigentlich wollen wir ja das beide, aber es funktioniert nicht. Was denkst du jetzt? Ist das gerade die Phase mit Kleinkindern, wo es halt nicht geht? Oder gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, Jonathan macht halt 4 Tage die Woche und Christine 1 Tag die Woche oder solche Sachen. Ja? Da muss man auch manchmal flexibel sein. Auch in der Gemeindearbeit ist es so. Zu sagen, okay, ich war bisher ehrenamtlich in dem und dem und dem Kreis. Manchmal geht es nicht, wenn man Kinder hat. Aber vielleicht kann man sagen, hey, der Ehepartner möchte aber auch mitmachen. Und das einfach sich selber auch zu überlegen. Nächste Folie. Ja, ich habe jetzt einfach mal ein Ziel mitgenommen und habe gedacht, eigentlich könntet ihr das in der Gemeinde, in euren Gemeinden, wo ihr seid, auch umformulieren. Wir sagen, Kurzzeitler werden zur Unterstützung vor Ort persönlich und geistlich reifen. Da könnte statt Kurzzeitler Ehrenamtliche stehen. Da könnte stehen, Ehrenamtliche werden zur Unterstützung vor Ort persönlich und geistlich reifen. Und Berufung finden. Denn das soll ja eigentlich Gemeinde auch sein, dass Menschen hier tätig sind, sich ausprobieren, dass sie natürlich unterstützend tätig sind, jetzt heute in der Technik, in der Musik, in der Küche oder wo auch immer, dass sie da in den Dingen auch persönlich reifen. Aber dass es Leute gibt auch in der Gemeinde, die sagen, ich bin für diese Person zuständig als Bereichsleiter oder wie auch immer man das nennt. Und ich gucke auch für das geistliche Futter. Natürlich kriegen die das im Gottesdienst, im Hauskreis und wo sie sind, aber manchmal braucht es nochmal spezielles Mentoring. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir tun in Paraguay, wo Christine auch vor allem begabt ist, sich mit den jungen Leuten, egal wie lange sie kommt, zusammenzusetzen, zu schauen. Es gibt manchmal angeleitete Sachen oder die jungen Leute sagen, hey, da und da möchte ich mich weiterentwickeln, ganz unterschiedlich. Und das kann auch in der Gemeinde eben sein, zu sagen, hey, nicht nur sagen, wir brauchen immer mal wieder, in dem Bereich brauchen wir es und in der Technik fehlt es oder wo auch immer, sondern zu sagen, hey, jetzt haben wir jemanden, der ist vielleicht nicht ganz geeignet, aber wir möchten, dass die Person sich auch weiterentwickeln kann. Das Nächste.
Menschen erfahren Gottes Liebe und von der Freiheit, die wir in Christus haben. Ich denke, das ist ein allgemeines Ziel, das können wir jetzt überall hin tun, in der Gemeindearbeit, in der Mission, und das ist uns auch weiterhin wichtig. Und das ist nicht nur, dass das durch Langzeitler bei uns geschieht, also Menschen, die wirklich offiziell Missionare sind, sondern kann eben auch durch die Kurzzeitler geschehen. Und das ist unser Wunsch. Genau, das nächste Ziel. Christen sind sich bewusst, dass auch ihnen der Missionsauftrag gilt. Für mich war das interessant, nochmal zu schauen, was war eigentlich, was hatten wir als Ziel, was begleitet uns, und zu merken, wir haben damals dieses Ziel formuliert und haben gesagt, wir möchten, dass den Menschen auch bewusst wird, dass auch ihnen der Missionsauftrag gilt. Und dann hat sich das auf einmal so entwickelt, Missionsmobilisation. Und ich selbst habe noch was gelernt dazu, zu Thema Mission. Ich dachte, naja, wenn man rausgeht, man hat Vorbereitung bekommen bei der DNG oder in anderen Organisationen, man weiß jetzt eigentlich, was über Mission, was in der Bibel steht. Und auf einmal fiel bei mir der Groschen. Wir lesen, ich dachte immer, ja, Matthäus 28, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und zwischen dem stehen wir ja heute. Ne? Himmelfahrt ist ja, da hat Jesus gesagt, ich möchte, dass ihr in die ganze Welt rausgeht. Aber wartet noch, es kommt der Heilige Geist, also es kommt ein Helfer. Und dann ist er aber erstmal hochgefahren in den Himmel und da sind wir heute. Ja? Und zwischen Matthäus 28 und Apostelgeschichte 1, Vers 8, auch so geordnet in der Bibel, gibt es aber noch drei andere Evangelien und dementsprechend auch drei andere Missionsbefehle. Das sind nicht andere, aber die haben einen anderen Schwerpunkt. Könnt ihr mal nachlesen, in der Regel ist es so das letzte oder vorletzte Kapitel, je nachdem in welchem Buch man ist, wo der Missionsbefehl steht. Wo immer wieder ein anderer Schwerpunkt ist, wo es auch zum Beispiel wichtig wird, dass wir Vergebung predigen, dass wir was über die Taufe sagen und nicht nur einfach rausgehen und das halt bekannt machen. Da stehen noch viele andere Sachen drin. Und erst wenn man alle vier Evangelien zusammentut, ist es der große Missionsbefehl. Und das war mir selber klar. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Wir sind selber immer Lernende. Egal, ob ich hier irgendwo groß mitarbeite oder Pastor bin, ich kann immer noch und ich muss auch immer noch dazulernen. Nächste Folie, ich weiß gar nicht, ob die noch... Genau. Wir tun das nicht alleine, so wie ihr auch nicht alleine seid. In der Gemeinde seid ihr mit anderen. In der Evangelischen Allianz seid ihr zusammen. Wir merken das auch in Aalen, wo wir dort tätig waren und jetzt auch wieder, wie wertvoll und bereichernd das war, aber auch herausfordernd, muss man auch zugeben, mit anderen Gemeinden zusammenzuarbeiten. Da gibt es Menschen, die sind einfach viel begabter in dem einen Bereich, aber haben in anderen Bereichen sind sie nicht so begabt oder haben sie nicht auf dem Schirm. Aber erst im großen Ganzen bereichern wir uns. Und auch hier, wir haben jetzt hier ein Bild, das war in Corona-Zeiten, da waren dann nicht alle Kollegen da, hatten wir uns getroffen zu selber in der geistlichen Rüstzeit. Man sieht, wir haben viele Kinder in dem Team. Aber das ist einfach ein Bild, nur wie eine kleine Gemeinde. Ja? Und dass man einfach auch weiß, wir brauchen einander. Wir kommen nicht mit jedem hundertprozentig zurecht, das ist klar. Ja? Wir leben ja hier auf der Erde und nicht schon im Himmel. Aber dass wir wissen, wir brauchen einander. Und wir können uns gegenseitig unterstützen. Und um zu wissen, dass wir uns brauchen, müssen wir auch den anderen erstmal kennenlernen. Und das möchte ich euch auch ermutigen, einfach noch mehr die anderen in der Gemeinde kennenzulernen, in eurem Hauskreis, in eurem Bereich, wo ihr tätig seid. Nächste Folie. Das ist einfach nur mal ein Bild. Freiwillige, die zu uns kommen, da gibt es welche, die kommen nach der Schule oder es gibt welche, wie ihn jetzt, das ist zum Beispiel jemand, der hat Lehramt studiert, aus Deutschland kommt er und war dann fast fertig und ist bei uns gewesen. Natürlich können wir die Leute unterschiedlich einsetzen, so wie sie begabt sind, was sie mitbringen. Nächste Folie. Und wir sind gerne dann auch, dass wir natürlich mit den Leuten uns zusammensetzen. Nicht nur im Büro, sondern auch mal draußen im Café. Das hilft, das entspannt auch. Und einfach zu schauen, was brauchen sie? Zu Beginn einfach zu sprechen, was sind Erwartungen? Aber auch immer wieder zwischendurch Feedback zu geben, Rückmeldung zu geben. Nächste Folie. Und unser Begleitvers ist, das steht in Kolosser 3, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Wenn wir den ganzen Kolosser 3 anschauen, da haben wir auch die nächste Folie. Da sehen wir, in der neuen Genfer Übersetzung wird am Anfang ist die Überschrift als Christ leben, was keinen Platz mehr hat. Und dann geht es weiter und was neu dazugehört. Und ich
Wir haben heute jetzt gar nicht so viel Zeit, aber ich möchte euch ermutigen, einfach mal diesen Kolosser 3 ab Vers 5 zu lesen oder allgemein Kolosser und zu lesen, was jeder Mensch von uns hat irgendwo seine Dinge, seine Macken, wo er dran arbeiten kann. Und es gibt für jeden Menschen seine Ziele oder Dinge, wo er dran noch besser werden kann. Und auch wir sagen, es ist nicht alles perfekt von den Leuten, die kommen. Wir müssen damit leben und das ist gut so. Und wir möchten vor allem die Menschen mit dem Evangelium gewinnen, aber nicht nur den Fokus zu haben, wir möchten die gewinnen, sondern wir müssen an den eigenen Leuten natürlich auch arbeiten. Und dieses Gesamte macht dann, dass wenn Gemeinde gegründet wird, dass der Missionar auch offen ist und sagt, hier und hier, da fällt mir immer noch schwer. Dass der Paraguayer selber sich öffnet und sagt, okay, das ist super, dass du so ehrlich mit mir bist, der kann sich auch öffnen. Und dann entsteht so nach und nach Gemeinde und man geht voran. Und auf einmal geht der Missionar immer mehr in den Hintergrund, wenn es gut klappt. Und die eigenen Leute, die Paraguayer, können selber machen, können sich ausprobieren. Und das kann auch in der Gemeinde sein. Wenn ein Pastor merkt, hey, meine eigenen Leute, die können auch mal vorne stehen und predigen. Das ist super. Man muss sich ausprobieren. Und so wie heute eben mit zum Beispiel ein eigenes Lied zu schreiben, dafür braucht es natürlich schon den Mut, aber da braucht es auch die Möglichkeit, das überhaupt vortragen zu können. Weil wenn man das nur schreibt und für sich singt und die eigene Familie schon kein Interesse hat vielleicht, ja, dann lässt man es irgendwann bleiben. Ja, wir haben, glaube ich, viele schlummernde Talente in der Gemeinde, wo wir gar nicht wissen, weil wir gar nicht den Raum geschaffen haben, das rauszulassen. Nächste Folie ist einfach nochmal der gleiche Vers. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und das ist etwas, das ja, wünschen wir uns für unsere Freiwilligen, für die Ehrenamtlichen. Das wünsche ich uns, wünsche ich mir aber auch für euch hier in der Gemeinde, für jeden Einzelnen, dass ihr das mit einer gewissen Hingabe und Liebe tun könnt. Und ich weiß, dass es, ich sehe auch Leute aus der FEG, wo ich herkomme, da weiß ich, die machen das mit einer Liebe, mit einer Hingabe und die machen das auch im Hintergrund, wo es nicht jeder sieht. Aber das Wichtige ist, dass wir das sehen und dass wir wissen, wir sind wertvoll, auch wenn ich gerade in der Küche vielleicht, ist, ich weiß nicht, ob jetzt jemand da unten ist, stehe und Kaffee mache und gar nicht ganz teilhaben kann am Gottesdienst. Jede Aufgabe ist wichtig und manchmal macht man Aufgaben, wo man denkt, das ist so eine undankbare Aufgabe, diese Einstellung, aber auch die brauchst, egal was. Menschen, die hier lange vorher sind und ausprobieren und gucken und machen, wie funktioniert die Technik, aber auch die, wo nachher wieder alles abräumen müssen, sauber machen, unter der Woche kommen, niemand sieht's. Und trotzdem zu sagen, ja, ich bin wertvoll. Ich mache das mit einer gewissen Hingabe und ich mache das auch nicht husch, husch, ja, sondern ich habe eine gewisse Verantwortung vor Gott. Genau, weil letztendlich dient man eben Gott und nicht den Menschen. Nächste Folie. Genau. Jetzt kommt noch ein Video, einfach mal so ein kleiner Einschnitt, dass man so ein bisschen noch einen Eindruck hat, was machen die Freiwilligen. Wir haben aktuell gerade Freiwillige, die fliegen jetzt Mitte Juni wieder zurück, die sind von der DMG und da haben wir ein Video aufnehmen lassen, was machen die ein bisschen in der Schule, wie ist denn ihr Leben, denn das sind auch Aufgaben, hört man so im Hintergrund vielleicht dann, was unsere Aufgaben sind. Die leben in der Gastfamilie. Die Gastfamilie musste natürlich erstmal gefunden werden. Die haben ihren Kulturschock, ihre Herausforderungen, auch mit dieser Gastfamilie. Die haben in der Schule, haben wir genau geredet, was sie machen und doch hat es nicht so hingehauen. Und dann, wir haben immer den Vorteil in Paraguay, dass man das Freiwillige quasi, wenn die aus dem nordischen Teil von der Welt kommen, USA, Europa, dass die zu einer Zeit kommen, mitten im Schuljahr in Paraguay, und dann erleben sie die 2,5 Monate Ferien mit, wo sie dann andere Tätigkeiten haben oder selber Seminar, Urlaub und dann auf Camps mitarbeiten. Und dann beginnt das Schuljahr neu. Und das ist eigentlich eine gute Möglichkeit bei unseren Freiwilligen zu sagen, hey, okay, das und das war in dem Schuljahr, es hat nicht so gut gelaufen. Außerdem ist jetzt so ein bisschen der Kulturschock überwunden. Jetzt geht es nochmal neu los. Das gibt nochmal neuen Wind. Aber auch da brauchen die Begleitung. Und das sind so Aufgaben, die wir eben machen, meine Frau und ich. Genau. Ja, da gucken wir das nächste, da kommt, genau.
Ich bin die Sarah. Ich bin Adeline und wir sind gerade als Freiwillige an einer Schule in Paraguay. Also ich dachte, so ein Jahr im Ausland ist einfach eine mega Möglichkeit, um aus seinem gewohnten Umfeld rauszukommen. Außerdem wollte ich einfach diese Auszeit, die ich mir quasi zwischen immer lernen, nehmen, um Gott auf eine ganz intensive und andere Art und Weise zu dienen. Also Adeline und ich sind ja hier in der Schule vor allem tätig und da sehe ich einfach mega die Chance, dass wir mit den Schülern Beziehungen aufbauen und denen auch einfach ganz praktisch durch den Unterricht und durch alles, was wir tun und wie wir ihnen helfen, Gottes Liebe weiterzugeben. Also, das Leben in der Gastfamilie ist zuallererst wirklich eine riesen Chance, um erstens Sprache zu lernen und zweitens richtig tief in die Kultur einzutauchen. Aber das ist auch wirklich herausfordernd. Gerade bei den kulturellen Herausforderungen so am Anfang war ich einfach mega froh, dass ich nicht alleine hier bin, sondern dass Sarah und ich hier zu zweit sind. Das war und ist auch immer wieder so echt ein richtiger Sprung ins kalte Wasser, aber mit den Seminaren und der ganzen Unterstützung wird einem eben irgendwie beigebracht, wie man ins Wasser springt. Okay, das klingt richtig wie Werbung. Aber wir wurden wirklich gut vorbereitet auf kulturelle Unterschiede. Dass Gott immer wieder so kleine Momente schenkt, in denen man so richtig aufatmen, auftanken kann. Und das ist einfach richtig cool. Also das lernen wir immer wieder, dass Gott wirklich für alles sorgt. Und wenn wir ihm alles abgeben, dann macht er wirklich das Beste draus. Ja, natürlich ist es eine mega Überwindung, in ein anderes Land zu gehen, seine Familie dazulassen, seine Freunde, eine neue Sprache und Kultur einzutauchen. Aber am Ende habe ich mich vor allem einfach gefreut, hierher zu kommen und dieses Jahr einfach zu starten. Ja, wir sind sehr dankbar für die beiden. Ich hoffe, im Juni die beiden auch treffen zu können. Und die nächsten stehen uns schon in den Startlöchern. Wenn ihr Interesse habt, wenn ihr Leute kennt, die selber jetzt gerade überlegen sind, ist denn so ein Einsatz was? Zum Beispiel könnt ihr sie auf uns zuschicken und sagen, hey, vielleicht ist ein Einsatz was in Paraguay. Nicht nur in der Schule eben, es gibt verschiedene andere Möglichkeiten. Oder ihr sagt selber, egal welchen Alters ihr seid, oh, ich habe jetzt Zeit in der und der Zeit. Natürlich nicht, dass ihr sagt, morgen könnte ich losgehen. Ja? Aber dass ihr dann einfach gerne auch auf mich zukommt oder jemanden von der DMG und sagt, Mensch, ich möchte gerne mal einen Facheinsatz machen. Oder ich habe gelesen, da ist Bedarf bei einem Baueinsatz oder wie auch immer. Da wird ein Kirchengebäude gebaut. Die sind relativ simpel manchmal. Also manchmal sieht es eher aus wie ein Carport, wo links und rechts einfach alles frei ist und nur oben drüber Dach. Das kann schon ein Kirchengebäude sein. Und das dauert dann auch nicht so lange, das zu errichten. Und dass man einfach einen Facheinsatz macht oder dass man sagt, Mensch, ich bin Arzt, dann würde man ein Praktikum machen für längere Zeit. Also diese Möglichkeiten gibt es eben bei uns in Paraguay, aber nicht nur dort. Ne? Gottes, die ganze Welt könnte irgendwo was finden gerne, mit allen möglichen Berufen. Gerade fängt ein Kollege an, aber da muss man zu wissen, der war früher Pastor, war jetzt aber zwischendurch 3 Jahre Bahnfahrer, also Lokführer, Triebfahrzeugführer und ist jetzt auf einmal bei uns. Aber jeder Beruf, in der Regel jeder Beruf, kann eingesetzt werden. Egal ob hier in Hanau, in Main-Kinzig-Kreis, in Hessen oder ganz woanders. Und eben nicht nur für lange Zeit, sondern eben auch für kurze Zeit. Und vielleicht ist es ein Versuch wert. Ja, heute möchte ich ein bisschen noch, dann heute Nachmittag ein bisschen drauf eingehen über Interkulturelles. Wie kann man denn auch Hanau erreichen? Möglichkeiten. Ihr seid ja in der Gemeinde hier schon aktiv, auch andere Gemeinden sind schon aktiv mit verschiedenen Projekten. Und
interkulturell fordert heraus. Das haben wir selber jetzt auch gemerkt. Und da haben wir einiges gelernt. Das ist ein Buch, die Culture Map, die Kulturkarte quasi. Ist ein deutsches Buch, also der Titel ist nur leider auf Englisch so. Wir haben eben selber schon mit den Kollegen gemerkt, dass da unterschiedliches Verständnis ist von Freiwilligen, wie man damit umgeht, unterschiedliches Verständnis von Hierarchie und solche Sachen. Und das gibt es auch in Hanau, auch mit den Leuten, wo ihr hier zusammenarbeitet. Und da kann man im Seminar heute einfach ein bisschen noch drüber sprechen. Und das ist heute Nachmittag, genau. Aber das Wichtige ist, das Verbindende, das ihr auch habt hier und was ihr weitergebt, ist der Glaube. Auch wenn der unterschiedlich aussehen kann, aber letztendlich ist da vieles auch gemeinsam zu beten mit Paraguayern. Das ist das Verbindende unter anderem. Ja, nächste Folie. Ja, das ist einfach nur Kontaktdaten von uns. Wir haben hinten eine Postkarte, da sieht man einfach nochmal uns. Da gibt es Kontaktdaten. Was wir wirklich brauchen, ist Gebet. Wer auf, ja, in die Mission geht, wird auch immer wieder selber angefochten. Dass er auch selber Zweifel hat, ist das überhaupt mein Platz? Ja, Christine und ich streiten uns auch immer wieder. Einfach wegen Kleinigkeiten. Und wo wir auch immer wieder auch denken, warum gerade jetzt? Aha, nächste Woche bin ich da und da und soll noch Leute motivieren für Missionen. Aha, vielleicht ist das ein Grund. Also es gibt tatsächlich immer wieder auch Momente, wo man denkt, ah, okay, werde ich jetzt krank, weil nächste Woche eine Freizeit ist und ich soll da nicht teilnehmen? Kann ich gucken und beten? Ja, wir haben Gebet und Gebet kann so einiges bewirken. Da dürft ihr gerne beten. Unsere Arbeit wird auch spendenfinanziert. Da seid ihr auch gerne eingeladen zu unterstützen. Oder auch tatkräftig, und das haben wir jetzt erleben dürfen, als wir wieder nach Deutschland kamen, dass Leute geholfen haben, uns was zu suchen, wo wir wohnen können. Dass Leute gesagt haben, hey, da, wir haben Spielzeug, unsere Kinder sind gerade im Studium und Enkel sind noch nicht in Sicht, könnt ihr das gebrauchen? Wir wurden überhäuft von manchen Sachen. Und das ist auch tatkräftig unterstützen. Und vielleicht sagt er auch, hey, wir haben hier jemanden in der Gemeinde, wir kennen jemanden, der ist in der Mission, die kommen zurück, die suchen was. Das ist gar nicht so leicht, für eine kurze Zeit etwas zu finden. Und da auch da einfach tatkräftig tätig zu werden. Die nächste Folie ist noch, ihr seht heute auch da hinten einen Stand vom Frauengebetsbund. Am 16. Juni, Frohen Leichnam, bin ich nochmal hier mit anderen, wo wir ja, einen Missionstag haben vom Männer- und Frauengebetsbund. Also es sind zwei unterschiedliche Bünde, aber wo dann auch ein Missionsgebet ist und dann einfach so das nächste Mal in Hanau, wo was offiziell stattfindet, das ist dann vom Frauen- und Männergebetsbund, wo auch von der DMG welche dabei sind. So viel zu unserer Arbeit in Paraguay, so viel zum Ehrenamt und was man auch in den Gemeinden hier mitnehmen kann, dass Leute zur Unterstützung kommen, aber auch reinzusetzen, investieren. Und dann übergebe ich an Muschmik. Oder? Jonathan, vielen Dank für deine Geschichte, für dein Erzählen, für dein Mithineinnehmen in deine Geschichte, die Gott mit dir geschrieben hat. Und ich finde es toll, dass du auch gerade noch mal so ein Stück weit diese Aufforderung zur Wertschätzung gegeben hast, die sehr wichtig ist in deiner Arbeit. Hast du nochmal gesagt, auch diesen Versuch zu wagen, einfach mal auszuprobieren, das, also sich darauf einzulassen, was Gott auch machen kann. Und jetzt erlaubt mir wirklich diese Aussage, Jonathan, du grinst schon, weil du weißt, was kommt. Jonathan und ich, wir haben gemeinsam unsere Jungscherzeit in der FWG auch verbracht. Ja, und ich erinnere mich auch so ein Stück weit zurück, dass Jonathan auch zu den Leuten gehörte oder zu den Kindern gehörte, wenn Mannschaften gewählt worden, dieses typische Klischee, Jonathan war immer einer der Letzten, der gewählt worden ist. Er war auch immer sehr schüchtern und auch sehr zurückhaltend in seiner Art und Weise. Und jetzt zu sehen, was Gott mit dir gemacht hat, ist faszinierend. Und da können wir wirklich auch sehr dankbar dafür sein, wie Gott dich jetzt ausgestattet hat, wie Gott dich geprägt hat und wo Gott dich jetzt einsetzt, mitten in Paraguay, in dieser sehr besonderen, herausfordernden Aufgabe. Ja, wir haben einen großen Gott. Dankeschön. Ja. Lasst uns gemeinsam noch ein Lied singen und dann anschließend wird uns Muschwik mit hineinnehmen in seine Arbeit, die er hier unter Aserbaidschanern tut.
Es ist sehr interessant, wie Gott hat wirklich unsere Geschichte geschrieben und macht er weiter. Das habe ich schon früher erzählt. Ich bin von Aserbaidschan und eine muslimische Familie. Aber Gott hat mich rausgenommen von meiner Familie und er hat einen eigenen Weg für mich. Und es ist interessant, wir haben nach Deutschland gekommen, aber vorher, ich war in meinem christlichen Buchladen gearbeitet und da, das ist ganz lange Geschichte, aber ich erzähle kurz, wie Gott hat in diesem Buchladen mit diesem Vers, Jesaja 41, 9 gesprochen. Und da hatte ich immer Zeit, ich kam immer früh um 8 oder 6 Uhr, einfach, ich wollte mit Gott reden. Ich möchte Gottes Stimme hören. An einem Tag, Gott hat mir durch diese Vers gesprochen. Der dich gestärkt habe von der Welt Enden her und habe ich dich berufen von ihren Grenzen und sprach zu dir, du sollst mein Knecht sein, denn ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Das war für mich interessant. Oh, gut, das ist noch ein neuer guter Bibelvers. Das war interessant. Aber damals verstehe ich nicht, was bedeutet das für mich von meiner Präsenzsituation. Und später, ich hatte Verfolgung erlebt und irgendwie Gott hat mir
nach Deutschland gebracht. Da habe ich auch nicht verstanden, warum, wofür, was mache ich hier. Wie Bruder erzählt, das ist Kulturschock, Sprache. Ich kämpfe noch weiter mit Sprache, mit Kultur. Aha, 50% habe ich schon erledigt, aber oh Gott, es geht noch weiter. Es ist ein bisschen nicht so schwer, nicht so einfach. Aber ich bin sehr, sehr begeistert, weil Gott hat mit mir nochmal geredet. Wir waren in einem Asylcamp. Das erste Bild war unsere Container, das war Eisencontainer. Und dort meine Frau war beschäftigt mit Kindern. Da war es interessant. Wir haben sofort einfach mit Leuten erklären, über Jesus erklärt. Und da war von Indien, von Pakistan, von Bosnien, alle haben in Aserbaidschanisch gesungen. Das war so interessant. Und wir haben gespürt, dass wir haben ein Ziel hier. Wir haben trotzdem nicht verstanden, wir waren schon verschiedene Gemeinden besuchen, und aber wir immer gesucht unsere Heimatgemeinde. Das war so schwierig für uns, weil ohne Sprache mit Englisch geht nicht. Haben wir mit meiner Frau viel gebetet, geredet, und wir haben entschieden, okay, wir machen unseren Missionsdienst hier im Asylheim. Und wir waren in diese Barracks, ne, in diese Kaserne oder wie heißt das noch, ein Flüchtlingsheim. Genau. Und dort haben wir gesehen, oh, eine aserbaidschanische Familie gekommen. Wir haben zu meiner Frau und ich zueinander geschaut. Run, dun, 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 und haben wir entschieden, okay, wir gehen zu dieser Familie. Wir haben gegangen, über Jesus geredet. Mann hat nicht akzeptiert und Frau war mit Kopftuch. Nach 2 Wochen diese Frau zu uns gekommen und eine Bibelvers auf der Wand gesehen. Johanna 3,16. Sie hat gesagt, was für ein schönes Wort ist das. Ich habe Koran gelesen, aber dieses Wort mich, mein Herz berührt. Kannst du mir noch mehr über Bibel reden? Das war für uns sehr gute Chance. Und diese Frau nach einem Monat zum Glaube gekommen. Und sie war so stark im Glaube. Und diese Frau hat noch 3-4 Familien zum Glaube gebracht. Und wir haben gedacht, okay, das ist unser Missionsort. Deswegen Gott hat uns nach hier gebracht. Und Gott hat mit mir nochmal durch die Jesaja 41,9 geredet. Ich dachte, oi, was mache ich hier? Ich bin allein, wir sind nur 2 Familien. In Deutschland gibt es keinen aserbaidschanischen Dienst. Da gibt es Türken, Araben, Persen, aber keine Aserbaidschaner. Und ungefähr in Deutschland 120.000 Aserbaidschaner. Wir sind nur 2. Was machen wir? Wie machen wir das? Und Gott hat mich verstärkt, ermutigt durch diese Bibelvers Jesaja. Gott mit mir, Gott mit uns, und macht er alles selber. Und dann habe ich angefangen, Sprache zu lernen, und dann habe ich eine Arbeitsstelle gefunden, das war Pflegedienst, ambulanter Pflegedienst. Ich habe meine Arbeit gerne gemacht, aber später, und das war 100% Vollzeit. Und Vollzeit war ich im ehrenamtlichen Dienst. Das war so stressig. Ich war sehr, sehr müde und sagte, Gott, ich schaffe einfach nicht. Was mache ich? Ich hatte damals keine Ahnung von dem Missionsdienst. Oh, Vision, was macht die Missionare? Ich habe schon gehört, aber wie mache ich das? Niemand kennt mich. Ich bin Ausländer hier. Ich bin Flüchtling hier. Ich habe keine Verwandtschaft hier. Und später
nach dem viel Gebete, Gott hat uns DMG-Mission gezeigt. Und ich war so froh, dass ich habe diese Mission-Gemeinschaft gefunden. Ich habe mit Matthias Gnödle gesprochen und sagt, er hat mich ermutigt und sagt, okay, let's do together, let's machen wir das. Das wird funktionieren. Und wir begannen unsere Arbeit mit DMG-Mission. Und ich möchte nur kurz erklären, über was machen wir und was haben wir gemacht. Wir begannen schon früh, die Menschen in den Wohnheimen zu evangelisieren, begannen praktisch zu helfen in diese Asylheimen, so viel wir können. Aber dennoch waren wir früher ohne Gemeinde, wie ein Körper ohne Kopf. Und da wir selbst die Hilfe unserer deutschen Geschwister bräuchten. Und später haben wir unsere Heimat gefunden, eine Heimatgemeinde, wo waren wir sehr willkommen. Das hat uns gefunden. Wir waren schon verschiedene Gemeinden, aber leider irgendwie haben wir uns nicht gefunden. Oder weiß ich nicht, das war schwierig. Aber eine Gemeinde hat gesagt, welcome. Wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Das ermutigt mich. Und gleichzeitig, wir in unserem Dienst geben Lebensmittel, Kleidung und andere Dinge für den täglichen Bedarf, was die Leute brauchen. Und Gemeinde war immer hinter uns. Im Hintergrund hat uns viel geholfen, weil alleine, wir sind niemand hier, verstehen Sie? Und genau, wir treffen uns wöchentlich, jetzt auch, das dauert weiter. Wir treffen uns jeden Samstag in in einem Ort, heißt Café Südlich. Und jeden Samstag, wir machen unsere aserbaidschanische Gottesdienste, aber Sonntag, wir machen unsere Gottesdienst. Wir gehen zum deutschen Gemeinde. Das ist eine gute, interessante Arbeit, weil die Menschen muss irgendwie integrieren zu deutschen Gemeinden. Und dafür, die brauchen Zeit. Das geht nicht so einfach ruckzuck. Und uns besuchen viele Nationen, das habe ich nie erwartet. Aber außerdem Aserbaidschaner war auch Türken, weil türkische Sprache genau wie Aserbaidschaner. Wir verstehen viel türkische Sprache. Und auch wir haben russische Sprache. Das ist unsere zweite Sprache. Und deswegen kamen zu uns russischsprachige Leute auch Stan-Länder, ne? Kasachstan, Usbekistan. Und wir haben übersetzt zu diesen Leuten, zu diesen Menschen. Auch kamen Iraner, nicht persischsprachige, sondern aserbaidschanischsprachige, weil dort wohnen viele Aserbaidschaner. Und durch diese Wirken des Heiligen Geistes taten mindestens 50 von ihnen Buße und nahmen unseren Herrn Jesus an. In den letzten 2 Jahren konnten wir ungefähr 20 Personen taufen. Und wir versuchen bei der Integration in der Kirche zu helfen, wie beim Beispiel Übersetzung, Unterlagenübersetzung. Und die Gemeinde, Geschwister hat uns geholfen, weil meine Sprache auch nicht so in der Höhe Niveau. Aber Geschwister von der Gemeinde war immer dabei. Wer Zeit hat, die helfen uns immer ehrenamtlich. Wir versuchen bei der Integration und auch zum Gottesdienst bringen, diese Menschen, weil so lernt die Leute besser Deutsch. Ich habe selber in der Gemeinde Deutsch gelernt, weil ich habe immer gehört, wie ein Kind, Baby, immer gehört, in einem Tag meinen Mund geöffnet. Praise God. Und auch wenn die Leute von unserer Gruppe, der Stadt, Bundesamt oder Ausländeramt hat die weitergeschickt, andere Stadt, wir versuchen immer in dieser Stadt eine Gemeinde zu finden vor Ort. Und wir bleiben auch mit Menschen im Kontakt, denen wir haben schon nach Aserbaidschan abgeschoben,
weil die haben keinen Aufenthalt gekriegt. Die war schon abgeschoben, aber mit Jesus. Und wir versuchen auch in Aserbaidschan sogar für diese Menschen eine Gemeinde zu finden, um immer im Kontakt bleiben. Und wir haben noch verschiedene Tätigkeiten, andere Arbeit. Beispiel, meine Frau leitet eine Frauengruppe, die auch mit missbrauchten Damen arbeiten. Auch seelsorgische Arbeit. Das ist wirklich schwierige Arbeit, aber sie hat Diabetes, erster Typ. Aber trotz dieser Krankheit, sie macht wirklich prima Job. Und unser Ziel ist es, in verschiedenen Städten in Deutschland Hauskreise zu gründen und diese Menschen nach der Jungschaft an die Orts in der Gemeinde weiterzuleiten. Beispiel, wenn ich finde jemand hier in Aserbaidschan, sogar türkischsprachige Leute hier in Hanau, wir versuchen diese Leute besuchen und dann in Jungschaft ein Training machen und dann, wenn die ein bisschen wachsen, weil die verstehen nicht, was bedeutet Christen und Low Price. Ja, ich habe heute früh ein bisschen erzählt, dass Aserbaidschaner, ich meinte Muslimen, die verstehen nicht, was bedeutet lachen oder praise God, Gott preisen. Die immer weinen, aber loben und singen vor Gott, das ist schwierig für diese Leute. Und deswegen, das braucht man ein bisschen Investition, nicht ein bisschen mehr Investition, Zeit und Geduld und so weiter. Und es ist interessant, was steht hier in Apostelgeschichte 1,8, da steht, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Sehr interessant. Vielleicht ist für dich, Jerusalem ist dein Land. Für mich ist das Deutschland als Ende des Erde, ja, weil Aserbaidschan ist far, far away dort. Und steht noch in Markus 16, 15, und er sprach zu ihnen, geht ihnen hin in alle Welt und predigt das Evangelium alle Kreatur. Wow. So, wir wissen, sie wissen, was zu tun ist, wenn sie an Jesus Christus glauben. Wir haben schon Auftrag. Und wenn sie ein Zeuge Christ, dieses Zeugewort, Zeugen Jehova, hast wirklich verschlimmt, aber dieses gute Wort, wir sind wirklich Zeugen auf Gott und Zeugen von Christi sind. Und wir haben einen Auftrag von Herrn Jesus Christus erhalten. Es liegt an Ihnen zu entscheiden, was Sie mit dieser Information zu tun. Auftrag ist da, wir wissen schon, was zu machen, da gibt es Leute und wir wissen schon alle Informationen. Es gibt aber so viel Arbeit in eurem Jerusalem, in Deutschland, hier. Viele Menschen sind mit Migranten nicht zufrieden, vielleicht. Aber ja, ich versuche euch zu verstehen. Aber du kannst nicht ändern, es ist schon passiert. Aber jetzt ist die Zeit für den, als habe ich früher gesagt, Exodus. Viele Menschen nach Deutschland gekommen von verschiedenen Nationen. Europa ist sehr gemischt mit verschiedenen Leuten von Nationalitäten. Und wollen Sie, dass Ihr Land prosperiert? Zeigen Sie Ihrem nächsten Mitarbeiter, Menschen, das ist unsere Aufgabe, einfach zeigen diese Menschen Weg zum Christus. Das hilft wirklich. Wir haben schon
in Deutschland. Ich habe eine kleine Mappe gezeigt, wahrscheinlich das war zu schnell. Wir haben schon unsere Gruppe mit unseren Aserbaidschaner in Nürnberg schon angefangen. Und durch dieses Netzwerk, weil jeder hat eigene Freunde, ne, in verschiedenen Städten. Und wir haben schon in Lampertheim und Köln-Sülpich, Köln-Leverkusen, Eggenfeld, Eggenfeld, Eckental. Und diese Städte, wir haben schon Gruppen. Gott erinnert mich, Jesaja 41. Du bist nicht allein, ich bin dabei, so wir machen das zusammen, nicht allein. Wir machen das mit DMG, wir machen das mit euch. Mir interessiert, ob wir wirklich bereit sind für diese Menschen oder nicht. In verschiedenen Gemeinden, wir reden über interkulturelle Gemeinde, aber das sowieso wird passiert im Himmel, aber im Erde. Das ist eine große Frage, ob das läuft oder sind wir bereit dafür oder nicht. Ja? Und dafür, ich möchte euch ermutigen, wirklich, das ist wirklich gute Arbeit. Wenn man wirklich gibt, dann geht viel Segen. Was kannst du geben? Du kannst deine Zeit geben. Vielleicht du arbeitest in irgendwelchem Amt, du hast mehr Kenntnisse über Unterlagen. Vielleicht du hast, als unser Bruder gesagt, du kannst Kaffee kochen oder Kleidung unten verteilen oder Essen verteilen. Das ist schon ein Teil von der Arbeit. Jeder hat eigene Aufgabe. Aber was machen wir mit unserer Aufgabe? Und ich finde, das ist wirklich große, große Segen für uns, diese Menschen erklären. Wir müssen nicht, wahrscheinlich Sie wissen schon, diese haben Sie schon gehört vielmals, dann müssen wir nicht so weit gehen. Da gibt es manche Länder, brauchen die Leute. Aber da gibt es Beispiel Pakistan schon hier. Aserbaidschan, brauchen Sie nicht in Aserbaidschan gehen als Missionar. Die sind schon hier. Wir müssen mit diesen Leuten arbeiten. Türken, so viele Türken in Deutschland, oh my goodness. Wer macht diese Arbeit? Wir sind mit euch stark. Ohne deutsche Gemeinde, wir sind schwach, wirklich. Mit Gott, wir sind stark schon, das ist klar. Aber wir brauchen eure Unterstützung, deutsche Geschwister. In unserer Gemeinde, ich bin in einem Leitungsteam in der Vineyard-Gemeinde. Das war interessant. Übermorgen, ich gehe nach Schweiz, dort gibt es eine interessante Diskussion wegen Ausländer in deutschen Leitungsteams. Ist interessant. Wow, paradox. Aber es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Wir machen Gemeinschaft, Arbeit in unserer Vineyard-Gemeinde. Alle sind Deutsche. Manchmal, ich verstehe nicht, worum geht's. Versuche ich konzentrieren meinen Kopf, aber das funktioniert wirklich. Wir haben sehr gute Arbeit, Flüchtlingsarbeit in einer deutschen Gemeinde. Ich finde, bei euch kann auch das funktionieren. Vielleicht schon läuft schon bei euch. Vielleicht sie arbeiten auch mit Ausländern. Aber wie habe ich gesagt, unser Ziel, wir können nicht alles in einem Hand halten, aber wir können unsere Aufgabe, unsere Botschaft mit Aserbaidschaner, weil wir kennen schon Kultur, wir kennen schon Sprache, deswegen wir wollen erst einmal Deutschland, unsere Vision ist sehr groß, ich verstehe überhaupt nicht, wie das wird passiert, aber erst Deutschland, wahrscheinlich später irgendwelche andere Europaland, aber wir sind sehr, sehr dankbar für die DMG-Mission, mit uns wirklich arbeiten. Ich bin sehr dankbar für die Leute, die uns unterstützen, weil ohne es ist schwierig, zum Menschen besuchen oder irgendwie weit gehen. Beispiel, wir müssen jeden Tag, letzte Woche, wir haben eine sehr gesegnete Freizeit gemacht mit 35 Aserbaidschaner. Aber durch die Spender, durch die Geschwisterhelfer,
wir haben das erledigt. Eine Person Buße getan oder repented, bekehrt, das war so große Freude von uns und das war wirklich gute Gemeinschaft und alle Leute hat gesehen, oh, er ist Gläubiger, er ist auch gläubig. Ich dachte, ich bin nur allein und etwa shame, ja, ein bisschen geschämt. Aber jetzt, die wissen schon, viele von in Nürnberg, 20, 30 Leute, Gläubiger aus, von dem muslimischen Hintergrund. Das ermutigt diese Leute in Köln, Sülpich und Lampertheim und so weiter. Wir wollen das weitermachen und ich bin sehr, sehr dankbar für die Menschen und ich bitte euch für wirklich diese Gebetsunterstützung. Das ist großer Kampf in geistlicher Hintergrund. Wir haben auch Probleme, viele Probleme erlebt. Ich erkläre ganz kurz ein Zeugnis. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ein Bruder, er ist jetzt Gläubiger und die Frau zum Glaube gekommen und diese Frau kennt fast jede Aserbaidschaner in Nürnberg. Sie ist sehr aktiv und genau, im Diaspora auch, aserbaidschanische Diaspora. Und später, Mann hat gesehen, meine Frau ist Gläubiger. Oh, sie ist beten, sie weinen, sie ist dumm geworden. Was habt ihr diese Sektanten mit meiner Frau gemacht? Und sie will mich schlagen. Ja, er war sehr böse zu mir. Und diese Frau, und die haben auch Probleme mit Eheproblem und die war in der Prozess, in der Scheidungsprozess und er hat sogar Verbot mit Frau zu treffen und diese Familie war in Trennungsprozedur und die warten Brief von Gericht, okay, wir entschieden und sie scheiden, ne? Scheiden lassen. Und wir haben so viel gebetet für diese Familie. In einem Tag, und dieser Mann hat auch Drogen benutzt und war wirklich böser Mann. Und einem Tag, er will im Handy eine Sparkasse geschrieben und hat irgendwas gesucht wegen Bank, und kam plötzlich von YouTube ein Clip über Jesus, wer hat Gott gekreuzt. Und diese YouTube hat gesagt, später hat er erzählt, ich habe nie über Jesus geschaut, weil er war Muslim, er hat gesagt, ich bin Fanatiker Muslime, nie geschaut. Normalerweise, wenn du schaust, das kommt, gleiche Videos. Und er hat geschaut bis zum Ende und hat geweint. Und irgendwas passiert im Herz. Einfach simpel, ein YouTube-Clip. Und kam zum Frau und angerufen zur Frau und sagt, ich will mit Muschwik treffen. Warum? Weil ich habe irgendwas erlebt mit Jesus. Nein, lügst du, geh away. Steh weit, bleiben weit. Na, komm nicht zu mir, weil ich kann nicht mehr. Und er sagt, wirklich, ich will mit Muschwik treffen. Kannst du das organisieren? Und Frau hat mir angerufen. Und das war sehr geregneter Tag. Und ich kam mit meiner Frau. Er hat gewartet draußen vor der Tür, und weil er hat Verbot. Und wir haben zusammen hochgegangen in Zimmer und habe ich angefangen und sagt, kannst du mehr erklären über Jesus? Habe ich erklärt. Er hat im Knie geweint und Jesus akzeptiert. Und das war Anfang Rettung von dieser Familie. Jetzt diese Familie, jetzt wieder zusammen. Und dieser Scheidungsprozess ist schon vorbei. Und er nutzt keine Drogen, er ist saved. Das war so große Ermutigung. Ich sagte, Gott, du das machst, nicht wir. Du bist stark und ich bin wirklich, ich weiß nicht wie, erstaunt oder amazed. Ich bin wirklich, war so happy. Oh Gott, was machst du? Jetzt dieser Mann,
evangelisiert, eigene Freunde, wir nutzen Drogen. Und Halleluja, das ist wirklich eine große Sache, was Gott macht, das nicht wir, Gott macht durch uns. Und ich bin sehr begeistert, einfach, ich möchte einfach zum Ende bringen, einfach bitte euch zu beten für diese Arbeit, dass Gott wirklich macht, tut Wunder durch diese Arbeit in ganz Deutschland und auch Europa. Das ist unsere Vision. Dankeschön. Praise den Herrn. Bushwick, bleib gerade noch hier. Vielen Dank für auch deine Geschichte, dass du die mir geteilt hast, die Gott mit dir geschrieben hat. Und ich finde es auch bei dir sehr faszinierend zu hören, was Gott mit dir gemacht hat in diesen ganzen Jahren. Auch wie Gott dich ausstattet, wie Gott dich berufen hat und welche Gewissheit und Sicherheit du auch in deinem Herzen trägst, mit Gott unterwegs zu sein. Und ich danke dir auch für deine Ermutigung, uns auch so ein Stück weit aufzufordern, uns auf andere Kulturen auch einzulassen, selbst wenn sie uns fremd sein mögen. Und ich höre auch aus deinen Worten den Appell so heraus, wenn ein Aserbaidschaner an unsere Tür klopft, dann rufen wir dich an. Yes. Ja. Und ich würde sehr gerne noch für dich, Mushwick, auch für dich nochmal, Jonathan, nochmal gerade beten. Und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Dreieiner Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, vielen Dank für die offenen Worte und für das Mithineinnehmen in das Leben von Jonathan und von Mushwick. Danke, dass du ihr Leben sehr reich geschenkt, besegnet und beschenkt hast. Danke, dass du ihnen eine Aufgabe ins Herz gegeben hast, um für dich in deinem Namen unterwegs zu sein. Danke für die vielen Menschen, die sie erreichen mit ihrer Arbeit. Vielen Dank für diese vielen Impulse, die sie ausgeben. Und danke auch für diese Impulse, die sie heute Morgen hier im Rahmen dieses Gottesdienstes verteilt haben. Herr, und wir beten für Jonathan, für seine Ehe mit Christine, dass du auch ihnen in ihrem täglichen Ringen miteinander dabei bist, dass du ihnen hilfst, die richtige Entscheidung zu treffen zwischen Familie und Berufsalltag, ja, zu wählen und da auch den richtigen Weg zu finden. Wir beten auch für Mushwick, für seine Challenge, wo er mit sich ringt und immer wieder sagt, Vater, es sind so viele Menschen hier in Deutschland, die aus Aserbaidschan kommen, ich kann mich nicht um alle kümmern, bitte hilf mir dabei, Gemeinden und Hauskreise zu finden, wo meine Geschwister unterkommen können. Herr, und ich bete auch dafür, für unsere Herzen, dass die Saat, die jetzt Mushwick und auch Jonathan ausgestreut haben, dass sie in unseren Herzen auf fruchtbaren Boden treffen und dass wir auch so ein Stück weit uns herausfordern lassen und auch fragen, Herr, wo möchtest du das hier in Hanau, in unseren Gemeinden, in unserem Alltag einsetzen? Wo möchtest du diese Frucht, diese Saat zur Frucht werden lassen, dass hier Menschen in Hanau, ja, dich kennenlernen und zu deiner Gemeinde stoßen. Herr, so beten wir um deinen Segen für Jonathan, für die Familie, für Mushwick, für die Familie und für uns. Amen. Lasst uns noch gemeinsam ein Lied singen. Ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Save, worthy of faith.
Wir würden sehr gerne auch an diesem Gottesdienst eine Kollekte zusammenlegen. Vor einem Jahr haben wir hier an dieser Stelle zwei andere Missionare von der DMG gehabt, unter anderem Judith Heise, die in Argentinien dort mit Frauen arbeitet. Und sie hat vor einem Jahr hier ihr Herzensprojekt vorgestellt und hat gesagt, ich möchte sehr gerne als das erste Frauenhaus in Córdoba und dafür in ganz Argentinien eigentlich gründen. Ich möchte ein Haus, ein Ort schaffen, wo Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, von Missbrauch durch ihre eigenen Männer, für diese Frauen einen Ort schaffen, wo sie zur Ruhe kommen können. Auch um zu verhindern, dass sie straffällig werden und ihre eigenen Männer töten. Und wir haben letztes Jahr eine Kollekte zusammengelegt und ich darf euch heute berichten, dass die Judith aktuell unterwegs ist, und genau dieses Projekt, ihr Herzensprojekt in die Tat umzusetzen. Sie ist wieder ausgereist. Corona-Pandemie hat es wieder möglich gemacht, dass sie wieder ausreisen durfte und sie ist aktuell damit beschäftigt und so Gott will, wird in diesem Jahr das Haus noch gegründet. Und wir wollen heute auch eine Kollekte zusammenlegen und die ist für deine Arbeit bestimmt, Muschwick. Und deswegen auch nochmal ganz gerne die Bitte an dich. Kannst du kurz nochmal sagen, wofür das Geld auch, was dein Herzensprojekt ist, wofür das Geld dann auch verwendet wird? Genau. Das habe ich schon früher erwähnt, dass wir machen jetzt mindestens eins, aber wenn das geht, zweimal im Jahr Freizeit, auch Seminar und Workshops, ein Seminar. Und das wirklich funktioniert sehr gut, weil in dieses Seminar kommt auch Menschen, die sind nicht Gläubiger, aber die interessiert über Jesus. Und das ist eine sehr gute Möglichkeit, wenn viele anderen Zeugnis geben, einfach über im Seminar viel lernen können und auch mit anderen
Geschwister oder Landsleute reden, die ermutigen. Und da passiert sehr wirklich interessante Sachen und die Bekehrung. Vorletztes Jahr, da war ungefähr 4 Bekehrungen. Und dieses Jahr einer und dann wir erwarten wirklich große, wir haben große Erwartungen in dieses Seminar. Und dafür, wir brauchen wirklich eure Teilnehmen in dieses Seminar. Sie können das machen durch der bestimmt durch eure Spender, weil wir müssen uns, für uns einen Ort finden. Und Sie wissen schon, ne, diese ganze organisatorische Sachen. Und deswegen, ich finde, das ist wirklich tolle Sachen, wenn die Leute durch dieses Seminar, durch diese Arbeit, und wir wollen auch Pastor von Aserbaidschan einleiten, weil das ermutigt die Menschen auch, wenn die sehen, oh, in Aserbaidschan gibt es Pastor. Und das ermutigt die Menschen auch. Und bestimmt, wir haben auch die Deutschen, wer spricht in Türkisch, wir wollen, oder Aserbaidschanisch, wir wollen diese Pastoren auch einladen, dieses Seminar zusammenführen. Ich bin sehr dankbar für eure Unterstützung und Gebets, das ist auch wirklich sehr wichtige Unterstützung von euch. Bitte beten für uns, für dieses Seminar. Wir versuchen, das machen ungefähr im Oktober, wenn das alles läuft gut. Dankeschön. Vielen Dank, Buschwick. Die Kollekte hier im Haus, die können wir gerne am Ausgang einsammeln. Da haben wir eine Kiste aufgebaut, da dürft ihr sehr gerne eure Spende hineinlegen. Unsere Teilnehmer am Bildschirm, ihr habt die Einblendung gesehen mit dem QR-Code. Unser Medienteam kann sie gerne auch nochmal einblenden, aber ihr dürft auch sehr gerne auf die DMG-Homepage gehen, dort unter die Spendenrubrik und dort dann eben deinen Namen, Muschwick Azizov, eintragen, dann kommen die Spende auch dort an. Vielen Dank für eure Spende und wir sind auch sehr hoffnungsvoll, dass die Spende gut angelegt ist bei dir. Jetzt singen wir noch ein Lied und dann folgt noch die Verabschiedung und der Segen.
unter Christus, seinem Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaub, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder. Ich möchte mich bedanken für einen ganz tollen Gottesdienst, den wir gemeinsam erleben durften. Danke an unseren Vater für seinen Segen. Danke an dich, Jonathan, für deine Geschichte. Danke an Muschwick für deine Geschichte. Und ich danke euch, dass ihr alle daran jetzt teilgenommen habt. Ich danke auch für unser Musikteam, die die Musik gemacht haben. Laura, danke für dein sehr persönliches Lied. Ich möchte euch gerne noch einladen. Jonathan und Muschwick sind noch eine Weile hier. Es ist noch Platz für Austausch gegeben, dass ihr auch noch eure persönlichen Fragen stellen könnt, die euch interessieren. Es wird einen Mittagsimbiss geben und Jonathan hat es angekündigt, er wird nachher um 14 Uhr noch einen Workshop anbieten, wo es ein Stück weit um die interkulturelle Arbeit geht. Da auch nochmal herzliche Einladung für. Weiß denn jemand schon von euch, der jetzt sagt, ja, ich möchte spontan auch gerne an diesem Workshop teilnehmen? Also ich bin auch dabei, da gehen 2, 4, 6, 8 Hände hoch, super. Ja. Es wird eine tolle Zeit sein und wir haben auch genügend Snacks jetzt hier für einen kleinen Mittagsimbiss. Deswegen, ihr müsst nicht gleich nach Hause gehen. Ich möchte noch sehr gerne noch uns den Segen zusprechen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre und der stärke unsere Herzen und Sinne im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Geht in euren Alltag als Gesegnete unseres Herrn. Amen. Auf Wiedersehen.